Willkommen zurück hier beim Graveyard Keeper. Wir wollen noch ein bisschen Alchemie ausbauen und dafür brauche ich noch Teile. Ich meine wohl, dass uns 4 insgesamt reichen. Und ich glaube, es waren 6. Ich nehme mal 8 Bretter mit. Nur zur Sicherheit. Ich war gerade eben drüben und habe schon mal geschaut, was wir dafür alles brauchen. Wir nehmen auch noch mal 2 Fett mit. Und hier oben dann Bienenwachs und den Rest brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich zeige euch gleich, was ich vorhabe. Jetzt bauen wir erstmal unsere Sachen drüben auf. Dann gucken wir mal in unserem Garten vorbei. Und ich will das hier auch endlich mal noch machen. Da brauchen wir Steine dafür und die einfachen Eisenteile, das können wir dann auch noch machen. Jetzt düsen wir erstmal hier flink in den Keller runter. Und kümmern uns mal drum, dass wir unsere Alchemiemühle aufbauen können. Die auch schon wieder gigantisch groß ist. Die wir auch tatsächlich so gar nicht hinstellen können. Wir haben aber, wir können da auf beiden Seiten können wir rangehen. Dann bauen wir die jetzt gerade noch schnell fertig. Unseren komischen Alchemietisch, den wir von da oben abgebaut haben, der steht jetzt ja hier unten. Das heißt, oben hätten wir theoretisch noch Platz. Erforschen kann ich jetzt aktuell nichts. Und bei der Alchemie-Mühle. Oh, da muss ich doch nach unten. Beschleunigungspulver. 3 Stück. Machen wir mal noch. 3 Stück. Jetzt gehen wir gerade mal hier rüber. Ich muss mich hier noch so ein bisschen was ausprobieren. Jetzt nehmen wir gerade mal unser Fett. Eine Verlangsamungslösung. So, das ist unser Kirchenarbeitstisch. Was haben wir denn? Was haben wir denn da oben eigentlich? Der Arbeitstisch, da war das hier, ne? Ne, das ist der normale Tisch. Das ist der Kirchenarbeitstisch. Und unser normaler Arbeitstisch kostet... Habe ich jetzt zu viel eigentlich? Was habe ich denn das letzte Mal noch abgerissen? So, Moment. Wir können Beschleunigungspulver und Verlangsamungslösung können wir kombinieren. Und wir bekommen ein Energieelixier. Kann ich das? Ah ja, und jetzt habe ich das Rezept dafür. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Aber ich glaube, dieser Arbeitstisch, das ist jetzt das, was wir jetzt gar nicht mehr haben, ne? Was uns fehlt, was wir vorher da oben stehen hatten. Da bräuchten wir noch ein kegelförmiges Gefäß und 4 einfache Eisenstücke. Dann hätten wir mal wieder alles, was wir brauchen. Dann holen wir das vielleicht auch mal noch. Jetzt flitzen wir gerade mal wieder zurück und legen mal unseren Hanf hier ab. Und dann gucken wir jetzt gerade mal, wie viel Dünger wir noch haben. Ich glaube, die ist... Wobei, die Karotten, die sind, glaube ich, schon gut, ne? Die Karotten sind schon gut. Jetzt haben wir 8 Karotten. Hier haben wir noch wieder Maden. Machen wir gerade nochmal neuen Torf, wie es so schön heißt. So, da haben wir 14 Stück hier. Dann haben wir die da. Dann haben wir unsere Ernteabfälle. Dann hole ich gerade mal von drinnen noch 2 Karotten. Dann können wir nämlich schon mal wieder Leichen anfordern. Da kriegen wir ja auch immer wieder ein bisschen Geld raus. So viel wollte ich nicht. 5 Stück legen wir raus, dass wir 10 Stück behalten. Dann das Bienenwachs kommt jetzt auch erstmal wieder raus. Steine, einfache Eisenstücke brauchen wir noch.
So, dann lass mich mal überlegen. Ich will ein bisschen was noch verkaufen. Wir machen jetzt einfach mal 34 Stück. Nehmen wir davon mit. Ich will nämlich, ich will hier ein bisschen noch Zeug verkaufen. So, 52 Mehl. Das heißt, wir müssen das jetzt 13 Mal bearbeiten. Müssen wir mal gucken, wie lange das dann dauert. Aber wahrscheinlich zwischendurch wieder viel schlafen müssen. Das heißt, wir machen jetzt hier so ein bisschen überkreuz, drei, vier Sachen parallel. Gehen wir erstmal kurz pennen. So, wir haben, wir brauchen, wir wollen. Einfache Eisenstücke. Haben wir gesagt, brauchen wir, glaube ich, vier Stück, ne? Wie viel haben wir denn noch? Keine mehr, okay. Dann machen wir hier einfach noch ein paar Eisenstücke. Dann brauche ich noch Bretter. Haben wir noch Glas? Das wir kegelförmige Gefäße. Fehlt uns Glas. Dafür fehlt uns noch Flusssand. Da haben wir gar nichts mehr von da. Also machen wir jetzt erstmal schnell hier unser Mehl fertig. Bis es dann Tag ist, dass wir dann das verkaufen können, weil ich will ein bisschen an Geld kommen. Wahrscheinlich muss ich danach dann jetzt eh gleich nochmal schlafen gehen. Und ansonsten, wir könnten wir vielleicht die einfachen Eisenstücke auch verwenden, um unseren Schacht hier unten zu bauen. Ba, 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 ba. So, dann können wir den schon mal bauen. Dann müssen wir auf jeden Fall. Wow, okay. Wir gehen einfach schlafen. Ja, komm, ich pack die Karotten schon mal rein. Dass wir auf jeden Fall schon mal eine Leiche bekommen. Dann gehen wir jetzt eben nochmal schlafen. Das ist halt mit der Energie. Es ist Schlafen hier direkt am Hof ist halt einfach so viel besser, als dafür Essen zu verschwenden. Gut, dann bauen wir jetzt gerade mal schnell hier die Sachen noch fertig. Diese Lebensmittel, die stelle ich deswegen her, weil ich handeln will. Damit ich dann, wenn ich mit denen gehandelt habe, mit den Leuten, höhere Sachen freischalten kann. Wir brauchen hier unten das auch noch. Da brauchen wir nochmal zwei einfache Eisenteile. Dann produzieren wir uns die noch. Die Zeit haben wir auf jeden Fall noch, bis es Abend wird. Und dann müssen wir einfach mal gucken, wie viel wir dann insgesamt halt noch brauchen, um den ganzen Rest zu bauen. Wir können allerdings, was wir jetzt auch noch machen können. Ich habe ja gesagt, wir springen so ein bisschen rum. Wir haben jetzt 6 Torf, dann nehmen wir jetzt mal unsere. Wir nehmen auch mal beide mit. Alle meine ich. So, komplett. Ich will nämlich hier die mal kombinieren. Flusssand, ja gut, dann müssen wir auch noch. Es ist glaube ich zu viel. Es ist zu viel für die eine Folge. Aber wir gucken, dass wir das jetzt alles vernünftig abgeschlossen bekommen. Ich will mich jetzt hier auch nicht zu lange aufhalten, weil es ja doch jetzt schon stark auf den Abend zugeht. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier schon mal fertig, dass wir unsere Leichen direkt in den Keller geliefert bekommen. Und jetzt gehen wir mal. Ah, da kommt schon die Leiche. Da müssen wir mal schauen. Ich denke, je nachdem, wie die Leiche dann jetzt geeignet ist, schmeißen wir die vielleicht einfach auch wieder weg. Jetzt will ich erstmal zu dem Farmer gehen. Ihr habt gehört, es hat gerade geläutet. Esel war also da. Und bei dem Farmer will ich unsere Rüben verkaufen. Um da eben dann auch uns weiterentwickeln zu können. Weil hier hinten dran versteckt sich ja der. Na, dieser Kürbis. Das heißt, wir verkaufen 34 Rüben. So, und jetzt ist die Frage mit dem Mehl. Ne? Wenn wir das jetzt verkaufen. Kriegen wir nochmal 4,24. Das heißt, wir kriegen fast 7 Silber für das, was wir insgesamt gemacht haben.
Dann können wir das mitnehmen. Nehmen gleich mal noch wieder 12 Weizensamen mit zurück. Zum Rest Karotten. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Karottensamen mit. Und zwar 8 Stück. Dann bezahlen wir jetzt 2 Silber. Die können wir jetzt dann gleich wieder einpflanzen. Dass wir hier eben mal auch unser Geld ein bisschen dann nutzen können, um zum Beispiel beim Astrologen wieder irgendwelche Bücher zu kaufen, wenn wir da was benötigen. Und wenn wir unseren Garten entsprechend groß ausbauen, sollte es auch möglich sein, da stetig Geld zu bekommen. Hier oben haben wir keine Trauben mehr. Da muss ich auch erstmal wieder düngen. Aber wenn es jetzt Nacht wird, ist es eigentlich relativ wurscht. Weil wir jetzt hier nachts trotzdem hier weiterarbeiten können. Also wir brauchen jetzt keinen NPC mehr, der jetzt aktuell irgendwo rumrennt oder irgendein Geschäft offen hat. Jetzt schnappen wir uns aber erstmal gerade die Leiche, dass die hier nicht vergammelt. Nein. Legen, Autopsie. So, die ist eh, eigentlich ist die für die Katz, ne? Das heißt, wir können uns komplett mal alles hier rausziehen, was wir so an Sachen brauchen. Wir können uns die Haut rausmachen, und können dann alles so Stück für Stück halt mit rübernehmen wieder, was wir dann halt an Ressourcen brauchen. Wobei es jetzt sich damit auch erledigt hat. A, haben wir keinen Platz mehr. Und B, haben wir keine Energie mehr. Also legen wir uns einmal kurz schlafen. Mal wieder. Und aufgewacht legen wir jetzt gerade unsere Sachen ab, die wir gesammelt haben und nicht mehr brauchen. Das war es jetzt an der Stelle auch schon. Lege ich hier gerade nochmal was mit ab. Eigentlich will ich es ja schon mitnehmen. Ist halt nur schade mit diesem Flusssand, dass wir den halt erst noch holen müssen. Wir legen gerade mal die Samen hier hinten noch ab. Und dann können wir auch gleich da 20 Torf. Nehmen wir mit. Samen haben wir also noch ein bisschen was. Abfall haben wir auch. Dann machen wir das gerade mal noch ein bisschen weiter, dass wir hier unseren Gemüse- und Ernteabfall verarbeiten können. Das müssen wir jetzt auch gleich dann wieder abernten, was hier alles steht. Jetzt versuchen wir nur erstmal gerade Dünger herzustellen. Und oh, wollen wir gerade noch schnell die Messer halten? Dann nehmen wir gerade mal noch schnell das Gebet mit. Ansonsten, ja, da müssen wir dann mal noch mit weiterarbeiten. Aber da würde ich tatsächlich auch vorher erstmal die Flugblätter machen, bevor wir uns dann hinsetzen und in neue Gebete investieren. Das Gebet wie immer, sie finden das alle ganz, ganz toll. Ich meine, wir kennen das ja schon, ja, 4 Glauben, ungefähr 50 Kupfer. Und dann können wir uns jetzt in den Keller runter begeben. Und da weiterarbeiten. Muss ich nochmal schauen, ich will jetzt da, wie das funktioniert. Ich denke mal, ich muss jetzt hier hingehen. So. Vielleicht auch nicht. Ich will die beiden Dinge zusammenbringen. Aber das kann hier wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Kann das an dem Handmischer funktionieren? Auch nicht. Aber auch hier kann es nicht funktionieren. Brauche ich noch was? Jetzt haben wir Alchemie Stufe 1. Was habe ich noch für Tische zur Verfügung? Alchemie Stufe 1. Bin ich kurz irritiert.
Gucken wir gerade mal kurz nach in unseren Vor. Ah. Ich meine, ihr kennt es ja mittlerweile von mir, ne? Ich vergesse gerne mal meine Sachen zu erforschen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Schriftrollen und da Dünger verbessern 1. Da wollte ich nämlich eigentlich hin. Nur wenn man halt seinen Scheiß mal wieder nicht erforscht, dann kann das tatsächlich nicht funktionieren. Aber jetzt haben wir es erforscht. Jetzt haben wir auch alles, was wir brauchen. Und so einen komischen, einfach nur so einen Tisch, beziehungsweise so eine Kiste können wir hier nicht aufbauen. Ne? Dann lege ich dieses Pulver, lege ich da mal oben ab. Und unseren Arbeitstisch, da brauchen wir 4 von den Planken noch. 3 einfache Eisenstücke, die können wir mit einem Mal machen. Und unsere Gefäße machen wir dann im Anschluss. Jetzt gucken wir gerade mal, wie sich das mit dem Dünger hier verhält. Ob wir den jetzt einfach so schon düngen können. Oder ob wir da noch ein bisschen mehr für brauchen. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir hier auf jeden Fall alles mal ernten können. Das meiste können wir ernten. Zumindest diese ganzen Ernteabfälle. Den Rest müssen wir gleich noch wieder einsammeln. Ernteabfälle raus, Maden raus. Dann gucken wir jetzt hier mal, wie es mit den Pflanzen aussieht. Dünger verbessern. Haben wir jetzt da noch irgendwas? Das ist jetzt quasi nur die Zeit, ne? Wir gucken gerade mal kurz in der Technologie nach. Ah. Wir können Dünger verbessern 1 herstellen und wir können Spitzendünger 1 herstellen. Gefertigt ein Kirchenarbeitstisch. Das heißt, da würden wir jetzt einfach nur die Geschwindigkeit erhöhen. Weizensamen haben wir echt so wenig. Das ist ja schon fast ein bisschen schade, ne? Dann machen wir jetzt hier überall mal gerade Spitzendünger rein. Und okay, ich kann wohl beides drauf machen. Ich muss nur beides getrennt voneinander erstmal produzieren. Dann machen wir hier auch gerade mal noch Rübensamen rein. In der Kiste ist noch Weizensamen, den darf ich direkt verwenden. Das ist sehr vorbildlich. Dann machen wir hier auch gerade mal noch Weizensamen mit dazu. Und wir laden nochmal aus, was wir so an Samen dabei haben. Dass wir wieder ein bisschen mehr Platz haben. Dann legen wir den Dünger mal noch raus. Die 3 Sachen hier müssen noch raus. Also das Gebet, der Glaube und dieses Beschleunigungspulver war es, glaube ich. Legen wir gerade mal unsere produzierten Nahrungsmittel noch hier in der Kiste ab. Dass wir hier auch mal wieder ein bisschen hochkommen. Wir könnten theoretisch den Kohl, den könnten wir bestimmt auch noch verkaufen. Da habe ich jetzt beim Farmer gar nicht drauf geachtet, was wir dafür denn alles brauchen. Oder ob es annimmt. Aber irgendwo müssten wir es ja eigentlich loskriegen, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass gar keiner das kaufen will. Dann legen wir jetzt erstmal schnell noch unsere Sachen hier draußen ab. So, 1, 2, 3. Können wir den Hanf noch mit rauslegen. Und die Geschichten brauchen wir dann ja für die verbesserten Gebete. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen was dafür getan, dass wir Geld bekommen. So, Spitzendrink, da brauchen wir einen Wachstumsbeschleuniger. Okay. Für den Wachstumsbeschleuniger müssen wir dann halt mal schauen, was wir brauchen. Ob wir da vielleicht schon was haben oder ob wir da noch nichts haben. Gut, nachdem wir das jetzt hier nicht bauen können, noch nicht zumindest,
würde ich mich gerade mal darum kümmern, dass wir noch ein bisschen Flusssand bekommen und ich würde gerne tatsächlich noch mal angeln, weil wir brauchen ja auch noch Fische. Vier gute Fischfilets brauchen wir. Da können wir das jetzt vielleicht noch ein bisschen kombinieren. Ich meine, hier drüben müsste aber auch dann Flusssand sein. Aber wir haben zumindest schon mal ein bisschen was erreicht. Ne? Wir haben unseren Alchemietisch, unsere Alchemie-Mühle, viel besser, haben wir gebaut. Damit können wir jetzt schon arbeiten. Wir haben den Handmixer. Den hatten wir in der letzten Folge ja schon. Mit dem können wir auf jeden Fall schon gut was arbeiten. Und jetzt haben wir auch schon mal unseren spezial super geilen Überdünger, mit dem wir einfach unsere Sachen schneller bauen können. Einen Köder haben wir noch keinen. Das heißt, wir gucken mal, dass wir erstmal so einen kleinen Fisch uns ranholen, wie wir es das letzte Mal schon hatten. Da könnten wir vielleicht mal wieder eine Fischsuppe machen, um uns hier selbst ein bisschen zu boosten, wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt wirklich auch mal gezielt und verlängert angeln. So, jetzt können wir als Köder den Gründling auswählen. Das war ja mal schon mal nix. So, zack. Ab zu dem großen Fisch. Dann holen wir uns den gerade nochmal schnell ran, hoffentlich, dass das funktioniert. Mich würde es mal interessieren, was das noch für andere Fische sind, was wir da noch für Köder für brauchen, um an diese Fische dann zu kommen. Es ist erstmal gar nicht so einfach hier unseren Barsch, was glaube ich, zu fangen. Schauen wir gerade mal, dass wir noch einen Gründling noch mal holen und vielleicht noch einen Barsch. Dass wir dann schon mal wieder mehr Fische haben, die wir einsetzen können für unseren Episkop. Und dann haben wir ja, zwei Quests mehr oder weniger parallel vorangetrieben, weil für die Flugblätter brauchen wir ja noch Tinte. Wenn ich die beim Astrologen nicht kaufe, muss ich die selber herstellen und dafür brauche ich eben diese ganzen Tische, die ich bis jetzt gebaut habe. Wir können, ach komm, wir angeln das noch kurz zu Ende. Das sollte jetzt doch relativ schnell gehen. Bei dem Barsch müssten eben diese guten Fischfilets rauskommen. Eins habe ich ja schon. Jetzt hier mit zwei zu gehen und für das vierte nochmal extra herzukommen, das ist glaube ich, nicht unbedingt sinnvoll. Es geht ja zum Glück jetzt relativ schnell, nachdem wir ja wissen, was wir machen müssen. Wie gesagt, mal davon abgesehen von den anderen Fischen, die mir noch fehlen, da zu wissen, was ich eben an Ködern brauche, um die einzufangen, beziehungsweise was für Fische da überhaupt hinten dran stecken. Vielleicht sind es ja so überkrasse Megafische. Das kann ich schon mal nicht machen. Ich will auch eigentlich jetzt hier gar nichts mehr fangen. So. Das heißt, wir können schon wieder gehen. Da wird es auch gleich etwas ruhiger, wenn wir nicht mehr am Wasserfall stehen. Gehen wir gerade noch mal schnell in die Küche zurück und schauen jetzt hier noch mal bei unserem Krematorium vorbei. Da brauche ich gar nicht vorbeigucken. Da habe ich nämlich noch nichts erforscht. Vermutlich wäre das bei Anatomie und Alchemie, oder? Oder ist es dann bei der Theologie? Irgendwo brauchen wir ja dann Rasen, Räuchergefäß, marmorne Urnenhalle, Blaupause, ein Ort, um Leichen zu verbrennen. Keramikurne, steinerne Urnenhalle. Das kostet ja gar nicht so viel. Freischalten. Das kostet ja echt nicht viel. Jetzt gucken wir hier nochmal schnell vorbei. Also das wäre ja ein Traum, weil da bräuchten wir nämlich unsere. Ja, cool. Das ist halt geil, ne? Acht Holzscheite.
Die kriegen wir sogar noch, denke ich, hin. Ist vielleicht nicht ein Dev. Das machen wir das nächste Mal. Das nächste Mal bauen wir uns dann hier schön dick mal unser Krematorium, unser Außenkrematorium auf. Weil wenn ich dann jetzt die Leichen auseinandernehme, die Kapuzen, dann muss ich die nicht in den Fluss schmeißen. Sondern kann die einfach sinnvoll dann verbrennen. Das ist auf jeden Fall erstrebenswert. Da kriege ich ja dann auch nochmal was raus. Das ist nicht verkehrt. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Gutes Fischfilet wäre eine Praxe. Gut, danke, dass wir drüber geredet haben. Das heißt, mit dem Barsch, das kann ich mir eigentlich komplett in die Haare schmieren. Da habe ich jetzt einmal falsch geangelt und eine Keramikurne kriege ich aus dem Keramikkrug und Asche. Okay, ich würde jetzt mal vermuten, dass aus einer Leiche dann Asche rauskommt. Und fürs Angeln nehme ich dann das nächste Mal hier die Viecher wieder mit und guck mal, wie ich dann an unsere... Moment, ein Gründling, ein Barsch und was brauche ich dafür? Eine Praxe, gell? Ja. Also wir brauchen eine Praxe, dann können wir zumindest aus dem Fischfilet hier können wir dann schon mal wieder eine Fischsuppe machen, um dann das nächste Mal einfach besser fischen zu können. Irgendwo geht es bestimmt. Hier war der Fisch, Fischsuppe mit Karotten, mit einem weißen Fischfilet und mit Wasser oder halt einfach klassisch der gebratene Fisch. Das heißt, die Fische entwischen dir nicht so oft. Und Fische entwischen dir nicht so oft. Also es ist im Endeffekt, mit guter Fischer ist es hier gerade egal, was ich nehme. Da kriege ich halt noch ein bisschen mehr raus. Kann ich vielleicht auch teurer verkaufen. Da muss ich beim Horat direkt nochmal vorbeischauen, ob er das dann nimmt. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.